Andreas Caballé ist bei mir, kriegt heute Abend möglicherweise, nee, er kriegt den Preis, nicht möglicherweise, als Shootingstar, ja, als Newcomer. Jetzt müssen wir uns erstmal diese Brille angucken. Die passt perfekt zum Tuch. Das sind die rotkarierten Volks-Rock'n'Roller Shades. Okay. Wenn auch schon ohne Leder, dann niemals ohne mein Schnäuztüchlein und sehr gut, meine Brille. Wird das auch tatsächlich als Schnäuztüchlein verwendet? Ja, natürlich. Alleine die Augenbraue, die da so hoch geht in dem Moment, das ist schon ziemlich gut. Ein charmanter Mann. Wie ist das jetzt hier zu stehen und mit, sagen wir mal, Musik, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerbreiteste Masse interessiert, diesen Preis zu gewinnen? Also ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Vielleicht war es gerade das Lustige, weil es ja Musik ist, über die man ganz gerne mal ein Vorurteil hat. Ist sie doch sehr rockig produziert, sehr zeitgemäß. Und hat vielleicht auch so irgendwie da verdammt viele Leute erreicht. Es gab dieses Jahr so viele Talkshows, Wirtschaftsblätter, Frauenzeitschriften, sehr viele untypische Plattformen, die da irgendwo über mich berichtet haben. Und vielleicht passt es genau deswegen mit dieser Kategorie Shootingstar so gut. Es hat vor allen Dingen auch einfach eine positive Botschaft. Vielleicht ist das auch das, was die Leute manchmal wieder brauchen. Auf jeden Fall, das soll so sein. Es gibt ja ohnehin genug schwierige Zeiten im Leben. Ich glaube, da sehnen sich die Leute dann auch nach guter Unterhaltung, nach Fröhlichkeit. Sie machen mir aber nicht den Eindruck, als wenn Sie in irgendeiner Form nervös wären. Also gar nicht. Nein, bin ich auch noch nicht. Kommt dann bei der Rede. Haben Sie sich da irgendwas überlegt, was Sie dann sagen? Ja, nur ansatzhalber. Ich meine, es ist ja klar, dass der Preis kommt. Ja, nur ansatzhalber. Ich bin nicht der größte Freund von auswendigen Textlichen, die man sich so einstudiert. Ja, ich hoffe, ich vergesse nichts. Ach, ich habe auch schon wieder alles vergessen, was ich fragen wollte. Das kommt dann so im Gespräch. Ich denke, das wird laufen. Viel Spaß. Dankeschön. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwas, wie macht man in Österreich, wie verabschiedet man sich? Einfach nur mit Hand geben wahrscheinlich, ja, genau, ne? Genau. Achso. Und dann sagt man? Pfirti. Pfirti, ich wusste es. Yeah. Wir sind eins. ARD.